Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Last of Us. Und die letzte Aufnahme ist so scheiße lange her. Ah, aber ich bin endlich wieder da, zumindest für 2 Tage. Und ja, ich hoffe die 2 Tage reichen. So, wir haben oder wollen Robert finden, so war das glaube ich. Und ja, wir haben hier ein paar Gegner besiegt, die uns aufhalten wollten. Und jetzt machen wir mal das Tor hier auf, sonst sonst kommt die gute Test nämlich nicht hier raus. Wir können ja hier verschollen. Ist ja vollkommen egal. Ach so, das bleibt. Okay. Ach du Scheiße. Ach du. Dieser eingebildete Mistkerl. Wir sind hinter uns. Ach du, ach du Gott. Ja, Scheiße, richtig. Ich habe die letzten Tage, war ich ja bei meiner Freundin, ich habe mir da Sleeping Dogs gekauft. Das heißt, ich habe die letzten Tage nur Sleeping Dogs gespielt. Ich hoffe, dass mit dem Schießen habe ich jetzt mehr drauf. Also, das. Aber Sleeping Dogs war da aber nicht so gezittert. Da ist er noch, da kommt hinten, da hinten kommt auch noch welche. Scheiße. War mir klar. Ja, ich bin im Schießen definitiv besser. Ja, ich hab's gesehen. Ja, scheiße. Oh Mann. Oh, und ich hab gedacht, Sleeping Dogs hätte geholfen. Ey, ich hab den sowas von getroffen. Komm raus, du Spaten. Wer trifft mich denn? Ganz da hinten. Gut. Ah, scheiße, der lebt ja noch. Warum lebst du noch? Ich hab nur noch eine Muni. Okay, er ist tot. Und er lebt noch. Fuck. Hast du Muni? Scheiße. Von wo? Oh nö. Wie soll ich die denn jetzt down kriegen? Okay. Den krieg ich. Nein! Meine Fresse, ich wollte dich doch schlagen, du Spacken. Du Spacken, verreck doch. Verreck, Junge. Nein, da ist noch einer. Hilfe! Warum liegt hier keine Muni? Scheiße. Wo? Mal kurz anders hinsetzen. Wo? Irgendwo ist hier noch einer. Test, ich habe keine Muni mehr. Ich bin nicht gut dabei. Ich habe aber noch einen. Ja, gut, ich kann mich nochmal verarzten. Puh. Mein kompletter Arm ist am Bluten. Aber das läuft schon. Ich will aber gerne mal wissen, wo der ist. Werf. Gut, komm mal hier hin. Ich hab wieder Muni. Das ist ja großartig. Da bist du ja. Nein. Ich bin jetzt total Sleeping Dogs fixiert. Bei Sleeping Dogs hat man auf R2 geschossen. Hier schießt man auf R1. Das muss ich erst noch wieder. Da stand noch einer. Ich hab dich gesehen, du Nutte.
Zeig dich. Ich hab dich gesehen. Ich weiß, dass da hinten einer steht. Hier stand einer. Hä? Ohne Scheiß, da stand gerade einer. Oder bin ich durch? Ich bin anscheinend durch. Okay, das hört gar nicht auf mich. Ich bin. Ja, ich muss mich erstmal hier wieder gewöhnen. Robert ist bestimmt da drin. Klar. Bin dabei. Gehen wir. Ich mach die Tür auf. Ja. Ladies first, ich geh zuerst. Okay, Poker. Oder Mau Mau oder was auch immer die gespielt haben. Ja, ich auch nochmal Bock zu. Weil ich bin noch dabei. Zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Haut endlich ab. Haut ab. Okay. Robert! Nein, nicht. Das war nochmal Rennen. Okay, L2. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Oh, wieder gute Way, Shen. Wo ist er hin? Wo ist er? Ich bin da. Ja! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, ne? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt?
Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Ja gut, dann zeig uns die Waffen. Wir müssen hier weg. Sofort. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke immer die falsche Taste. Ah. Ja, ja. Der alte Arsch-Robert. Ja, okay. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Och, lass doch die Dosen da stehen. Oder die Eimer, was auch immer. Jetzt hast du die schön runtergeworfen. Das ist nett von dir. Verletzte first. Ladies first, ich geh zuerst. Ah, immer wieder schön. Okay. Dann ist hier eine Trappe. Hier ist eine Trap. Hallo, okay, danke. So. Wo jetzt denn? Ach du Scheiße. Deine Leute? Oh. Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Ja, gut. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Also. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Oh, da. Oh. Oh, Teile. Teile. Klebeband. Messer! Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst, als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten und ein Gegner ergreife ihn mit Dreieck und drücke erneut Dreieck, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Ich habe doch, glaube ich, noch nie so ein Trainingsbuch gefunden. Doch, einmal, glaube ich. Teile ist sehr geil, weil mit Teilen kann man Waffen modifizieren, sag ich mal. Verbessern, verstärken, wie auch immer ihr es haben wollt. Und Klebeband, damit kann man Sachen herstellen. Ja. Ah, okay. Ich wusste gerade nicht, was ich drücken sollte, aber ich hab's schon. Gut, Verletzte vor, Ladies first. Hey, hältst du das noch? Das geht. Na, toll. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Ja, ich und Schleichen. Ihr wisst, was bei mir Schleichen ist. Draufhauen. Richtig. Wir müssen zu dieser Tür. Ich werde gleich schön ballern. Ich bin zwar grottenschlecht im Ballern, ich weiß. Aber es macht Spaß. Dann gehen wir hier die Treppe hoch. Wo geht's weiter? Ah, da. Okay. Schon gesehen. Jung, duck dich! Holy shit, ey. Den hab ich nicht gesehen. Ey, schieß nur daneben. Ich treffe nur die Schulter und ich habe keine Muni mehr. Großartig. Einfach toll. Da kommt noch ein Hanswurst. So, tötet ihn mal. Ja, los, schießt. Ja, sehr gut. Warum haben die eigentlich schon endlich Muni und ich nicht? Oh. Stirb. Oh, der hat Muni. Okay.
Okay. Da sehe ich ein paar Sachen. Eine Schere, Klebeband. Sehr schön. Oh. Den habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe da noch was blinken sehen. Ein Ziegelstein. Aber Ziegelstein möchte ich nicht haben. Hier ist doch keiner mehr. Oder etwa doch. Ich hab grad gedacht, hätten sie es einer, aber... Die sind alle tot. Trotzdem würde ich jetzt noch gerne gucken, ob einer von denen, Muni hatte. Ja, Flaschen sind voll. Ja, Flaschen brauche ich nicht. Hat der Muni? Ja, hatte der. Oh. Verdammt! Hallo? Was ist los, Mann? Wo kommst du her? Ja gut. Was ist das? Also ist hier kein mehr. Na gut. Gut. Okay, meine Freunde. Ich beende den Part hier. Wir haben hier alle getötet. Mehr oder weniger. Ich. Eigentlich. Ich habe gedacht, mein Schießen hätte sich seit Sleeping Dogs verbessert. Es ist das Gegenteil, es hat sich einfach nur noch verschlechtert. Aber ich komme da schon irgendwann wieder rein, Leute. Nicht heute, vielleicht noch nicht in der nächsten Aufnahme, aber irgendwann so bei Part 100 oder so. Glaubt mir, dann werde ich heiß. Ja, absolut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall wieder nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder aufnehmen zu können. Ich mache auf jeden Fall jetzt sehr viel weiter. Habt da echt Bock zu und ja. Wenn es euch gefallen hat, schaltet demnächst mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.